Die Hollywood News im Gala-Ticker. Dirty Dancing-Star Jennifer Grey meldet sich mit einem Statement zum Thema Älterwerden. Karly Kloos schwärmt von Söhnchen Levi. Britney Spears schießt gegen Ex Justin Timberlake. Hollywood News 2022 im Gala-Ticker. 7. April 2022 mit 62. Dirty Dancing-Star Jennifer Grey zeigt sich natürlich. Das bin ich, ohne Filter, so wie ich bin. Das sind die ersten Zeilen von Jennifer Grey zu einem berührenden Instagram-Beitrag anlässlich ihres 62. Geburtstages. Auf dem dazu passenden Selfie zeigt sie ganz bewusst ihre Falten. Vor 35 Jahren ließ die Dirty Dancing-Schauspielerin als Baby an der Seite von Patrick Swayze, 57, noch die Herzen der Kinobesucher innen höher schlagen. Heute muss sie sich mit dem Altern beschäftigen. Ein Thema, das ihr nicht leicht fällt. Denn sie litt unter den lahmen Standards in unserer Gesellschaft. Standards, die sie übernommen hat, obwohl sie selbst nicht einmal an diese glaubt. Sie sei deshalb weniger als nett gewesen, zu sich, aber vielleicht auch zu anderen. Durch einen Podcast über Altersdiskriminierung wurde sie nun aber inspiriert. Die Message? Das Beste kommt noch. Und, sei nett zu dir selbst. Grey findet, man sollte sich durch das biologische Alter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn wir den Mythen rund um dieses Thema Glauben schenken, zerrt das nur an unserer Gesundheit. Es weckt die Angst vor dem Altwerden. In den Augen des einstigen Hollywood-Stars ist das eine unbegründete Angst, wie sie jetzt gelernt hat. Karly Kloos, Mutter sein ist das größte Glück. Karly Kloos, 29, freute sich im vergangenen Jahr über ihr erstes Kind. Gemeinsam mit Ehemann Joshua Kushner, 36, hieß sie Söhnchen Levi auf der Welt willkommen. Mittlerweile ist der kleine Wonneproppen schon ein Jahr alt und das Supermodel könnte nicht stolzer sein. Er ist gerade eins geworden, erzählt sie in der Today Show und schwärmt vom Muttersein. Ich weiß, es ist verrückt. Es ist das größte Glück, das ich bisher nicht kannte. Es ist das Beste.